Habe die Ehre, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen LS22 Single Let's Play hier auf der Ostseeküste. Wenn euch das Video gefällt, lasst mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mal euer Feedback in die Kommentare und natürlich schaut wie immer lieben gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. So, dala, wir sind gerade mal kurz zum Hof gehüpft, da ich festgestellt habe, leider die letzte Aufnahme war ohne Ton. Ich weiß nicht warum. Und ja, hab's leider zu spät gemerkt. Deswegen machen wir die Vorstellung kurz hier. Wir haben unseren Mietschlepper bekommen und einen Ladewagen dazu, um das ganze Stroh einzusammeln. Das Ganze wurde natürlich bestellt von uns. Der Axion ist vor allem dazu da, um einfach zu gucken, reichen über 9 Tonnen Einsatzgewicht, um den Körper samt Messerwalze im Feld zu ziehen, ohne dass einem das Ding den ganzen Arsch folgt. Na, wir haben hier einen 870er Axion und einen Strapmann Magnon 470 Ladewagen. Ich habe jetzt schon mal einen Anhänger voll Stroh zum Vierhändler gebracht, weil ich hatte noch eine Nachfrage. Die habe ich leider zu spät gesehen. Hab runtergefahren, war auf dem Weg wieder zurück zum Feld. Und denke mir so, ich guck mal nach, vielleicht ist der Preis hochgegangen. Was soll ich sagen? Als ich abgekippt habe, war die Nachfrage noch da. Als ich später wieder geschaut, war sie weg. Das heißt, wir haben die letzten Minuten glücklicherweise noch erwischt. Aber das Ganze tut gar nicht so weh, da der Preis aktuell noch am Steigen ist. Und von dem her passt es ja dann alles, ne? So, genau. Wenn wir gerade hier sind, wir haben den Hafer zuletzt geerntet. Na, also ich habe einen Hafer runtergeballert und habe jetzt hier, ja, 24.839 Liter geerntet. Und jetzt gerade bin ich hier in der Gerste und gebt euch die Zahl und schaut, wie weit ich gekommen bin. Ich bin noch nicht mal einmal außen rum und musste schon zweimal abtanken. Im Endeffekt. Weil allein diese Bahn hier fast ein kompletter Tank ist. Ja, ist so. Aber naja. Jetzt gehen wir mal wieder Stoff hier. Ich habe euch ja erzählt, dass wir da, wo der Raps war, jetzt Weizen anbauen. Und da, wo der... und da, wo hier es ist, kommt jetzt dann der Raps drauf. Der Plan so steht fest. Und genau dafür brauchen wir den Axion. Wir können ihn ja danach wieder zurückgeben. Na, aber wir müssen ja dann trotzdem eine gewisse Zeit überbrücken, bis wir anfangen können, unsere Erntegüter zu verkaufen. Das geht los, ich glaube, im November. Ich glaube, im November geht's los mit dem Raps. November, meine ich, geht's los mit dem Raps. Dann Dezember, Januar kommt Weizen, Gerste, Hafer, Hirse. Und es ist im nächsten Jahr Juli, Juni, Juli kommt natürlich Soja wieder. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nicht weiter irgendwie überlegt, wie mache ich meinen ganzen Anbauplan, sondern einfach Mama, wie wir ansehen, schauen wir mal, aber wir sehen auf jeden Fall wieder an. So eine kleine Überlegung habe ich ja. Also so ein Grundding habe ich ja, dass wir sagen, da wo wir jetzt das Soja haben, da klatschen wir jetzt dann die Hirse drauf. Und ja, eventuell ist Soja hier drauf. Also eventuell, ne? Ist noch nicht safe. Und Gerste und Hafer müssen wir gucken. Ja, vielleicht da oben dann die Gerste drauf. Und unten den Hafer. Toll. Naja. Scheiße gelaufen. Ist halt so. Na, also auf jeden Fall an der Überlegung bin ich gerade dran. Dass wir es vielleicht so machen. Oder ich mache es wirklich ganz anders.
und leg hier zum Beispiel Soja drauf. Also auf das Feld hier Soja. Und die anderen Felder mal schauen. Aber ich sage, wenn wir hier Soja anbauen, haben wir halt wirklich einiges. Ja, das sind halt trotzdem fast 10 Hektar, glaube ich, das Feld. Wir können da gerne mal nachgucken. Ich glaube, um die 10 Hektar sind es. Nee. Was? Was? Das geht aber gar nicht. Naja, wurscht. Das sind ja halt bloß 4,5 Hektar, das ist ja egal. Dass wir dann hier zum Beispiel Soja drauf anbauen und bei den Sojafeldern den Hafer drauf oder ja, einfach mal gucken. Ich will ja sowieso Felder pachten, ne? Und da müssen wir halt auch erstmal abwarten, welche Felder bekommen wir oder welche Felder können wir überhaupt haben. Und wie sieht das Ganze dann mit Thema Kalk aus und ja, und. Das müssen wir halt mal ein bisschen überlegen. So. Nehmen mit da den Batzen Stroh. Passt. Also Stroh wird einiges werden, das weiß ich jetzt schon. Ja, da unten rum brauche ich jetzt nicht fahren. Das ist ja komplett der Witz. Nee, nee, wir fahren hier wieder hoch. Wir fahren jetzt erstmal hier wieder hoch. Und dann müssen wir halt schnell abschalten zum Hänger vorrasen. Und dann müssen wir mal gucken. So. Abschalten. Ah, ich bin hier im Dashboard aufgekommen. Jetzt, da checke ich das erst. Jetzt, da habe ich es gecheckt. Okay. Naja, gut. Ist halt so. Fahren wir jetzt dann hier unten gleich die Bahn weg. Und dann werden wir eh wieder abtanken müssen. Naja. Ist halt so. Aber wenn ich mir das so angucke. Gerste wird fei einiges werden. Also da. Denke ich mal, werden wir öfters mit dem fahren müssen. Wie es beim Weizen dann im Endeffekt aussieht, weiß ich nicht. Beziehungsweise weiß ich noch nicht. Da steht jetzt mittlerweile der Fortuna auf unten am Weizenfeld. Das heißt, wir können, wenn wir hier fertig sind, den am Hof parken und können dann erstmal in Ruhe den Weizen dreschen und zur Not hängen wir den an den Ladewagen dran. Ja, den an den Ladewagen dran, den 900er an die Sämaschine gleich dran. Und dann denke ich mal, läuft die Geschichte. Dann moini läuft die ganze Sache. Aber gebt euch mal diesen Ertrag, ey. Das ist doch nicht normal. Das ist echt nicht mehr normal. Nee, nee. Es ist nicht normal. Aber für uns auch wieder gut. Naja, weil dadurch kommt er dann eben der hier wieder gut rein. Da rollt halt dann der Rubel wieder. Ist wieder eine gute Sache dann. Weil wie gesagt, wir müssen sowieso gucken, wie wir mit dem Geld auskommen.
Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir, sobald die Preise gut sind, unser Lager wieder relativ leer fahren. Ja, genau. Und dann schauen, dass wir noch Felder kriegen vorher. Also ich möchte im Herbst oder zum Frühling, zum Frühjahr hin möchte ich neue Felder. Ich möchte so 2 bis 3 neue Felder haben, einfach aus dem Grund, weil ich sag, ich kann die dann eher darauf mitlegen, zum Beispiel zum Hafer dazu, zu der Hirse oder zu den Sojabohnen. Na, dass ich das da dann dazulegen kann. Also zumindest im nächsten Jahr dann für die Kulturen und das Jahr drauf halt dann eben für andere Kulturen wieder. Aber das müssen wir abwarten. So schaut's aus. Abwarten und Kaffee trinken. Abwarten und Kaffeechill trinken. So. Sodala, 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 so. Perfekt. Also ich bin echt gespannt, wie viel wir hier am Ende geerntet haben. Allein von der Gerste. Also ich gehe von der Gerste, gehe ich aus von knapp 3 Anhängern voll. Und da bin ich auch gespannt, ob das wirklich so wird oder ob das mehr oder weniger wird. Aber ich rede mal mit so knappen 100 Kubikmeter, also 3, 3,5 Anhänger voll. Rechne ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal. So, einmal kurz. Uns gleich hier platzieren. Ne, bauen wir zwar nicht, aber ne, hier seht ihr Weizenfeld relativ klein gehalten. Wie gesagt, wenn wir größere Dünge oder Pflanzenschutz oder sowas kaufen, der hier muss definitiv getauscht werden. Bei dem hier möchte ich jetzt gucken, dass wir vielleicht im Herbst noch schaffen. Oder in dem Monat, wenn es klappt, noch den Motor hochzudrehen. Ne? Weil nur 135 PS, das ist also. Ja, ne? Aber ich möchte halt richtig Power. Beziehungsweise. Nein, das erzähle ich euch nicht. Das erzähle ich euch nicht. Weil ich habe da so eine Idee. Aber nein, das werde ich euch nicht erzählen. Das werdet ihr sehen. Und zwar spätestens im nächsten Video. Spätestens im nächsten Video werdet ihr das sehen, was ich meine. Und dann schauen wir mal. So, tank mal drauf hier. Voll. Tja. Was macht man mit vollen Wegen? Richtig. Ausleeren. Ah, seht ihr, ich wollte hier noch die Kapazität erhöhen. Habe ich jetzt immer dran gedacht beim letzten Mal. Scheiße. Naja. Machen wir es halt jetzt dann schnell. Machen wir jetzt dann halt. Und dann schauen wir mal. Und wer weiß, vielleicht sehen wir beim nächsten Mal den Klaas mit dem Ladewagen im Einsatz oder bereits in der Bodenbearbeitung. Abwarten und Kaffee trinken.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es im Endeffekt dann alles ausgehen wird und ja, wenn wir mal gucken. Da müssen wir dann mal gucken. Naja, gut. Das heißt, aber meine Lieben, ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende vom heutigen Video angekommen. Ich bedanke mich natürlich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe natürlich auch, euch hat das Video gefallen. Like, Abo nicht vergessen, wenn es euch taugt hat. Und natürlich euer Feedback wie immer unten in den Kommentaren. Videobeschreibung auschecken, nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Haut rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.